meisten reisen selten bis Elba. Dann macht es euch halt selber. Hallo Männer. Ja, nach Tagen des Bastelns habe ich es jetzt, glaube ich, wieder ansatzweise so, wie ich das mal hatte. Es ist nicht perfekt und alles, aber es geht quasi darum, einen Schwingkreis, also eine Spule und einen Kondensator. Und da zwackse ich mir ein bisschen Energie ab in den zweiten Kondensator und schicke die Energie wieder auf den Eingang. Ja, das sind also zwei gleich große Kondensatoren. Ne? Laut Messungen ist ungefähr die Hälfte, was ich hier wieder reinkriege. Den Schaltplan male ich nach dem Video mal auf. Ich habe es gerade erst angeklemmt, das machen wir jetzt gleich mal Video. Und zwar, euch jetzt hier irgendwas zu zeigen, bringt nicht viel. Ihr seht, ich habe hier einen Taster. Und hier liegt ein Kabel einzeln. Der Taster ist dafür da, dass ich den ersten Kondensator laden kann mit dem Labornetzteil. Das klemmt hier schon mit der roten Klemme dran. Und hier haben wir noch die blaue. Da kann ich quasi, den könnte ich jetzt hier laden. Zack. Ohne dass hier irgendwas passiert. Ich muss quasi dann noch den Taster drücken. Dann ist das alles aktiviert. Der Taster ist natürlich wieder scheiße und prellt das alles ein bisschen, aber alles kriegst du jetzt nicht hin zum Zeigen. Ja, wir laden halt den Kondi. Ne, einen von den Kondis einmal laden. Baut es euch dann selber auf, könnt ihr selber messen, dass der Kondi nicht mitgeladen wird, die Spule nicht mitgeladen. Könnt ihr alles selber machen. Ne? So, der Kondi ist geladen. Ich mache einen Puls. Also was ist ein Puls? Ich schalte den Kondi zu der Spule. Wir haben einen abklingenden Sinus, seht ihr dann gleich im Ostsee. Und danach entlade ich den zweiten Kondensator auf den Schwingkreis wieder. Dadurch schwingt er wieder. Nee, Quatsch, ich entlade den. Genau, ich komme selber schon durch. Ich entlade das. Das quasi der erste Kondi ist dann wieder so klobisch geladen. Und dann kann ich mit dem Dings wieder die Schwingung auslösen. Und das kann ich ein paar Mal machen. Das will ich euch jetzt mal zeigen. Jetzt ist natürlich, ne, umso schneller ich jetzt bin, umso öfters kann ich es halt machen. Ne? Jetzt blendet natürlich wieder das Licht. Jetzt habe ich das alles aufgenommen. Ich habe vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken. Ja, moin. Keine Ahnung, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Scheiße. Kann ich das alles nochmal erzählen? Ich hoffe mal nicht, ich hoffe, es hat wenigstens den ersten Teil aufgenommen. Ach, ist das lästig. Okay. Nun muss nochmal machen. Nützt ja nicht, nee, müssen wir nochmal machen. Kondensator, zwei gleiche. LC Schwingkreis, also das ist eine Spule hier, Kondensator und noch ein Kondensator, eine LED, seht ihr ja, eine Diode, ein Taster, naja, nicht viel dazu. Und zwar geht es darum, wenn den ganzen Krempel hier schwingen lassen, habe ich euch jetzt gerade die Ostsee-Bilder gezeigt, aber die sind jetzt alle weg. Scheiße, ich mache es jetzt einfach nochmal, wir machen es einfach nochmal. Und zwar geht es darum, dass wir das schwingen lassen und einen gewissen Teil der Energie zurückgewinnen und das einfach nochmal schwingen lassen. Ganz einfach gesagt und gezeigt ist es, wenn wir jetzt mal den zweiten Kondensator messen, da seht ihr jetzt so gleich mal, dass dann nicht geladen wird, wenn ich jetzt hier mit dem Labornetzteil, wir gehen mit 8,6 Volt übrigens rein, LED ist gerade überbrückt in dem Moment mit dem gelben Kabel, und wenn ich jetzt hier den Kondi lade, seht ihr am Multimeter, der zweite Kondensator wird nicht geladen, weil er durch die Diode getrennt ist. Die Spule ist durch den Taster getrennt. Ja, jetzt kann ich das Ding halt schwingen lassen. Zack. Und dann haben wir hier knapp 4 Volt irgendwas. Wir sind ja mit 8 rein, dieselbe Kapazität vom Kondensator. Also haben wir ja irgendwo knapp der Hälfte zurückgekriegt. Und ich kann jetzt, wenn ich mit dem hier drauf gehe, den Kondi mit dem anderen laden. Okay, jetzt geht's nicht. Und dann könnte ich das nochmal machen. Ne? Die Kondis sind mega klein hier. Selbst wenn ich jetzt hier messen würde, kann ich euch ja mal zeigen, wie schnell die fallen. Ihr habt es jetzt im Grunde genommen schon gesehen. Wir machen es nochmal kurz. Ne? Also nur durch das Messen hier fallen die so schnell. Also da ist halt wirklich nicht viel drin.
Auf jeden Fall sieht es so aus, dass wir der Hälfte, was hier sieht so aus, der Hälfte kriegen wir in dem Fall jetzt hier zurück. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal, ihr seht, hier ist das Ostsee dran, wir gucken uns das Ganze mal am Ostsee jetzt an. Was ich jetzt mache, ich kann euch nicht alles Bildes zeigen. Ich lade quasi die Schaltung. Achso, dafür habe ich ja die LEDs drin, um euch das zu zeigen, genau. Ich lade jetzt die Schaltung, einfach nur damit ihr wisst, was jetzt hier passiert. So, laden den Conti. Die sind ja über Minus verbunden, ist egal, ob ich hier lade oder hier. Ne? 0 Volt. So, und jetzt nochmal auf die LED gucken. Fatz. Hat die geleuchtet. Und wir haben hier ne, unsere fallende Spannung. Diese Spannung können wir aber wieder auf den Eingang zurückschicken. Dafür ist dieses Kabel hier mit einer zweiten Diode. Gut, da ist jetzt leer, da muss ich ein bisschen schneller machen, dass ihr das seht, was hier ungefähr passiert. Wobei, ihr habt jetzt gesehen, ne, wenn ich das mache, leuchtet die LED. Ich mache die LED jetzt raus, überbrücke die, weil die so viel Energie wegnimmt, dass es dann schwerer zu sehen ist. Ne? Die ist nur drin, damit ihr das seht. So, also, wir laden wieder den Conti 1, damit nichts verbunden ist. Machen schnell unser LED-Leuchten, Spannung drauf, zack, Spannung fast weg. Okay, kann ich euch jetzt so nicht zeigen, oder? Ich probiere es noch eben mal. Das müsste eigentlich schon so gehen. Spannung drauf. Ah ja, genau. Nee, ich muss einen Puls machen. Zack. Und jetzt nochmal. Nee. Okay, egal. Auf jeden Fall, das mache ich jetzt. Ich lade das. Lass die Kondensator schwingen. Dann du stehen Conti entladen. Und lass es wieder schwingen. Ne, und das gucken wir uns mal, jetzt mal hier am Oszilloskop an, in der Hoffnung, dass ich nicht wieder auf die Taste komme. Ich lasse euch jetzt gleich eingehen. Ist mir wurscht. So. Hier ist es jetzt so, umso schneller ich bin, ne? Also wenn ich jetzt kein Multimeter dran habe, entladen sich die Contis auch extrem schnell. Also siehst, das Multimeter muss ich noch abmachen, sonst kriegen wir fast keine Werde. So, jetzt gucken wir uns hier mal das Ostseebild an. Und zwar haben wir 2 Volt eingestellt pro Kästchen in der Höhe. Zeit ist jetzt 100 Millisekunden. Und ja, für unsere erste Messung gehen wir jetzt mal auf 200. Und ich mache jetzt quasi das, was ich euch beschrieben habe. Ne, ich lade jetzt den Conti wieder. Ich mache es jetzt so, vorhin in dem Video habe ich festgestellt, dass ich mal eine Sekunde warten oder so, ist nicht ganz schlecht, dass ich den Taster auch wirklich eine Sekunde gedrückt halte und so. Wenn man das natürlich schneller macht, seht ihr dann auch, wir machen es jetzt immer langsam, damit ihr den Unterschied seht. So, ist geladen, wir haben einmal Schwingung, zack und nochmal. Ne? Das war jetzt so mal der langsame Durchlauf. Aber ihr habt schon gesehen, war schon zweimal. Und jetzt versuche ich das mal ein ganz kleines bisschen schneller zu tun. Zack, 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 zack. Ne? Also ihr seht, man kann das dann, naja, ne, mit der halben Energie, sage ich mal, nochmal machen. Und das ist schon interessant, weil... Das würde ich sagen, gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Ich habe die Schaltung so gemacht, dass ich die LED... na warte, das kann ich euch ja noch zeigen. Ups, ich habe die Schaltung so gemacht. Jetzt besteht ja die Frage, ist das dieselbe Schwingung, blablabla. Ne? So weit war ich dann auch schon. Der Tee ist, wir machen jetzt mal zum Messen, zum Verstehen, zum Vergleichen, keine Ahnung, machen wir jetzt die LED. Eigentlich sollte die jetzt ganz einfach rausgehen. Ja, mein guter alter Freund. Jetzt hältst du, weißt du? Sonst hat nicht gehalten. Jetzt geht doch raus, so, zack. Ne? Jetzt die LED ab. Gott, es ist noch hier mit Minus verbunden, aber es ist egal. Hier der Stromkreis ist ja jetzt offen, das geht ohne ins Leere, ist jetzt alles abgeklemmt. Und jetzt machen wir es so, jetzt zeige ich euch mal den normalen, wie das halt normaler Schwingkreis, wie das am Ostsee aussieht. Also ich lade den Conti und drücke dann den Taster und wir gucken uns den Schwingkreis mal an, ohne dass ich jetzt irgendwas noch mache. Ne? Ganz normal, wie es alle machen. Also Conti laden, machen unseren Fatz. Stopp, ich hoffe, wir hatten getriggert. Oh, ich glaube, wir hatten getriggert.
gehen auf 20 Millisekunden gehe ich immer und wir schieben uns den mal hier vor. Genau. Könnt ihr euch ja jetzt mal einen Screenshot machen oder was auch immer. Also das ist unsere Ausgangssituation. Und wenn ich jetzt die LED wieder anschließe, also wir machen dasselbe jetzt nochmal, ne? Nur das mal grob merken, naja, was haben wir, steht ja auch hier 14 Volt in der Amplitude, also gesamt, ja, minus 7, high 6, aber ungefähr 6, 7 Volt plus, also ein Kästchen, 2, 3, 4, 5, 6, fast 7 Kästchen, ne? Dann kommen wir dann irgendwo auf die und 14, 15 Volt irgendwas, so, und die Schwingung geht ungefähr, naja, 1,5, naja, sagen wir mal 1,5, großzügig, schreiben wir das immer auf, 1,5 Kästchen Schwingung, ja, in die Höhe hat man gesagt, 7 Kästchen. Genau. So, und jetzt machen wir dasselbe nochmal. Was hat's gesagt? 200 zum Messen. Und jetzt habe ich den zweiten Kondi mit dran. Also ich mache dasselbe einfach nochmal. Dass wir mal einen Vergleich haben. Habe ich diese Kamera verstellt? Ne? So, ich lade den Kondi. Zack. Hat er getriggert? Doch. So, 20 Millisekunden. Wir schieben wieder hier rüber. Amplitude haben wir jetzt 11,3. Also die ist auf jeden Fall ein bisschen weniger geworden. Und wir haben 6,5 Volt. Das ist insgesamt im Müh weniger geworden. Ne, 1, na gut, fangen wir hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ein Kästchen in der Höhe weniger. 1, ja gut, Schwingungsdauer so ungefähr gleich. Ne? Also an die Anfangsamplitude ist im Müh tatsächlich weniger. Aber wir können ja, wie ihr vor uns gesehen habt, also dieser, das, was wir jetzt sehen, wenn ich euch jetzt mal zack, ich zoome, das ist dieser Puls. Ne? Also wenn wir jetzt das uns langsamer angucken, müsst ihr euch eben vorstellen, dass dieser Puls ist immer so eine Schwingung. Ne? So, und jetzt machen wir das nochmal. Mit meiner Version. Also können die laden. Schwingung. Pops. Zack, 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 zack. Ich glaube, öfters geht es nicht. Ja? Ne, wie ihr seht, haben wir jetzt mehrfach. Ja, fast wieder die Eingangsschwingung, würde ich mal sagen. Also, wenn wir es zusammenrechnen, wahrscheinlich dann schon, ne? Oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Ich habe Schwingstufe getauft. Tschüssi.